In einigen meiner Videos lehne ich das Urheberrecht und auch das Patentrecht ab, mit dem Verweis, Sklaverei sei illegal und deswegen sei auch das Urheberrecht rechtswidrig. Der Zusammenhang ist natürlich nicht so direkt ersichtlich. Deswegen hier die ganz grobe Kurzfassung, warum das so ist. Wer es genauer wissen will, dem empfehle ich meine Naturrechtsvideos, die Videos 1 bis 5 dieses Kanals überhaupt. Also, ganz kurz. Dein Körper gehört dir. Wenn er jemandem anderen gehört, ist das Sklaverei. Auch das, was du mit deinem Körper erzeugst, erwirtschaftest, an Eigentum erwirbst, gehört dir. Wenn du etwas mit deinem Körper erzeugst, erwirtschaftest, an Eigentum erwirbst und es gehört dann nicht dir, dann ist das auch Sklaverei, denn dann hat jemand, dem dein Körper nicht gehört, etwas über deine körperliche Leistung erhalten, das heißt, er hat unbefugt deinen Körper benutzt. Es ist völlig egal, ob ein Sklavenhalter einen Sklaven auf seinen Baumwollfeldern arbeiten lässt, ihm genau vorschreibt, was er zu tun hat und dann dessen Arbeitsleistung als Gewinn abschöpft, oder ob er es geschickter macht, nur so tut, als wäre der Sklave frei, der Sklave vermeintlich selbst entscheidet, was er arbeitet, wie er seinen Lebensunterhalt verdient und dann der Sklavenhalter daherkommt und ihn das, was er erarbeitet hat, wegnimmt, auch nur teilweise. Das darf er nicht, das ist dann halt rückwirkende Versklavung. Jeder noch so kleine Eingriff auf dein Eigentum ist unzulässig und stellt letzten Endes einen Akt der Versklavung dar, denn es ist dein Körper, der gehört dir ganz allein. Deine Sachen gehören dir ganz allein. Du entscheidest alleine darüber, was damit geschehen soll. Immer, wenn sich da irgendjemand gewaltsam einmischt und dir diese Entscheidungsfreiheit nimmt, begeht er einen Akt der Versklavung. Solange du mit deinem Körper oder deinem Eigentum nicht deinerseits das gleiche Recht, das ja jeder andere auch hat, nicht verletzt, versteht sich. Das bedeutet im Falle des Urheberrechts zum Beispiel, du hast eine Festplatte. Du bist Eigentümer jedes einzelnen Atoms dieser Festplatte. Du bestimmst über jede angelegte Spannung, jeden magnetischen Zustand. Wenn nun jemand kommt und dir mit Gewaltandrohung verbietet, gewisse Atomausrichtungen zu machen, obwohl es doch deine Atome sind, dann greift er in dein Eigentum ein und schon ist da die Versklavung. Wie gesagt, die Erklärung ginge noch viel genauer, der Nachweis, dass es wahr ist, geht noch viel tiefer, aber für dieses Kurzvideo soll es das sein. Wenn dein Eigentum nicht alleine dir gehört, dann gehört auch dein Körper nicht dir. Und dann wurdest du von irgendjemandem versklavt. Danke für deine Zeit.